Also erstens, ich erahne aus Ihrer Frage, dass Sie kein besonderer Freund des Impfens sein könnten. Aber wenn Sie ansonsten alle Impfstoffe akzeptieren, nur nicht die mRNA-Impfstoffe, dann kommt sicherlich auch für Sie als jemand, der gerne einen anderen Impfstoff hat, die Zeit, wo Sie diesen Impfstoff auswählen können. Ich glaube schon, dass das so ist. Es soll auch Menschen geben, die, das sage ich vollkommen neutral, wir wollen nämlich keine Impfpflicht einführen, die eben sich nicht werden impfen lassen. Wenn das mehr als 40, 50, 60% der Bevölkerung sein sollten, dann werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen. Zwar sehr viel länger als das, weil wir dann die Herdenimmunität nicht erreichen oder wenn das in anderen Ländern der Welt passiert. Das liegt in der Natur der Sache. Das Impfen können Sie zu dem Zeitpunkt, wir haben eine Priorisierung, wenn aber nachher alle Impfstoffe da sind in ausreichender Menge, dann wird sicherlich auch die Möglichkeit bestehen, dass man sagt, man möchte diesen Impfstoff und nicht den anderen. Wir werden allerdings auch sagen, welche Impfstoffe für welche Gruppe vielleicht am besten geeignet sind, das wissen wir heute noch nicht. Und dann würde ich Sie bitten, dem Sachverhalt entsprechend nicht von irgendwelchen genmanipulierten Dingen zu sprechen. Das ist ein Impfstoff, der genetische Komponenten enthält und damit sehr präzise funktionieren könnte, so jedenfalls die jetzigen Laborergebnisse oder Versuchsergebnisse der Phase 3-Studien. Danke sehr. Frau Rüdrich, möchten Sie noch eine Nachfrage stellen? Muss nicht sein. Es muss nicht sein. Die Elternrechte sind an keiner Weise angegriffen, da die ja in der Regel diejenigen sind, die für ihre Kinder die Rechte umsetzen und demzufolge höchstes Interesse daran haben. Deswegen kann ich Ihnen von der Stelle Zustimmung signalisieren, dass wir sowohl die Kinderrechte wie Vielen die Dank. Elternrechte empfehlen. Vielen Dank. Das ist doch schön. Dann kürzt die Koalitionsverhandlungen ab. Dann stellt die nächste Frage. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Wir sollten Fragestunde, Regierungsbefragung nicht zu sehr zu Koalitionsverhandlungen, um zu funktionieren, suchen. Das sage ich in meiner Verantwortung als Präsident dieses Parlaments. Aber jetzt stellt die nächste Frage, völlig unverdächtig, dass es Koalitionsverhandlungen sein werden, der Kollege Reinhard Huben, FDP. Manchmal, Herr Präsident, hat ja vielleicht die Opposition auch Interesse, einen Einblick in das Innenleben der Regierung zu bekommen. Ja, aber Frau Bundeskanzlerin, wissen Sie nicht, dass die Bereitschaft der Opposition in Zukunft auch Regierungsverantwortung zu tragen dadurch zu sehr eingeschränkt wird? Frau Bundeskanzlerin, also aus meiner Erfahrung heraus scheint das Interesse in den Koalitionsfraktionen größer zu sein als bei den Oppositionsfraktionen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.